Willkommen zurück. Wir waren mal so frei und sind schon mal an den Flughafen gegangen. Und Marius hat gerade erwähnt. Was? Du hattest erwähnt. Was habe ich erwähnt? Du hattest erwähnt, hier steht sehr viel Schrott. Ja. Zur Verwertung. Guck mal, jedes Auto hier. Das wäre so viel Geld. Ja, ja. Aber hier vorne ist es dafür auch Schrott. Leider. Sogar. Was? Wo? Was? Wie? Ah. Ist ja Schrott. Ja, da auch. Ich weiß nicht. Da ist auf jeden Fall so ein grünes Ding. Okay. Tja. Aber wir haben uns entschieden, wir sind reif für die Insel. Deswegen ab nach, jetzt muss ich mal gucken, Honeloa Island, also Honolulu. Bob, der Meister. Nein, wir schaffen gar nichts. Ja. Wir sind faule Schweine. Was? 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 Guck mal hier, von der Eishölle direkt ins Paradies. Ha. Super, aber ja. Gucken wir mal dein Büro. Zack. Schön mit dem Taxi hingeflogen. Das ist aber ein wunderschönes Büro. Unglaublich. Kaufen. Das ist direkt natürlich da am Maschinenhändler. Echt? Ist der direkt neben dran? Oder. Oh ja, perfekt. Oh, was gibt's denn da alles? Komm, das gucken wir. Abrissbirne. Ja! Unser Bagger. Oh, kriegen wir den Kran? Oh. Ja. Oh, wir kriegen den Kran. Oh, geil. Alter. Ja, wir kriegen den Kran, Alter. Wir kriegen den Kran. Ja, und die Abrissbirne. Oh Gott, das wird so gut. Ich frage mich, ob das jetzt hier wirklich die letzte Station ist. Ich bin gespannt. So, aber erstmal müssen wir hier, Tjo. Stahlträger und. Toll. Da wird mir der rote Punkt hier angezeigt, ne? Ich gehe drauf und was passiert? Nichts. Rein gar nichts. Machen wir mal die Stahlträger hier weg. Zack. So. Na komm. Zack. Zack. So. Jetzt müsste das gehen hier. Geht das mit dem Hammer besser? Mit dem Presslufthammer geht's besser. Ja? Okay. Mit dem normalen Hammer, da musst du dir kloppen wie ein Störer. Okay. Ah, jetzt. Scheiß Stahlträger hier, du, hey. Versauen uns alles. So. Mal gucken hier. Mal da ein Loch rein. Da eins rein. Ja. Zack. Da ist noch ein Träger. Stahlbeton. Ha. Zack. Jawohl, passt. Wir kriegen eh kein Geld. Dann können wir auch die Hälfte stehen lassen. Ich habe immer noch die ganze Zeit hier im Discord das Bild von Malcolm McDowell. Ja. Er guckt mich die ganze Zeit an. Und ich finde das sehr, sehr gespenstisch. Wir haben doch einen Geist gefunden. Ja, irgendwie schon auf eine Weise. Er verfolgt uns überall hin. So, Grundstück ist bereit. Jetzt gucken wir uns mal hier um. Was gibt's denn? Dein Büro? Oh, wir können Hotels kaufen. Yeah. Aber kostet 10.000. Ein kleines Betonhaus 8.000 jeweils. Der Markt? Was gibt der Herr? Gar nichts. Okay. Nichts. Jobs? Keine Schrottsachen zu verwerten. Parkhaus, Strand und Unternehmenssitz. Also wir brauchen einen Bagger, wir brauchen einen Abbruchroboter. Ja. Ja, dann gucken wir mal, was kostet das denn alles? Wir kriegen den Kran! Der Kran! Ja, Mann, endlich. Geil, Mann. Turmkran, 45.000. Ich glaube, das ist das letzte Level, Marius. Ich glaube, es ist es. Also, wir brauchen einmal den großen 7.000? Hier. Ja. Und den kleinen hier. Für ja, die nächsten Jobs. 10.000?
12.000. Der kleine kostet 8.000. Okay. Also aktuell haben wir nur Jobs, wo wir entweder den Bagger oder den Abbruchroboter brauchen. Okay, dann habe ich jetzt mal den Bagger gekauft und den Abbruchroboter. So, passt. Muss ich wieder einen Führerschein für die Sachen machen? Eigentlich nicht, ne? Also diesmal, ich habe ja für alles schon gemacht. Ne, passt. Ist ja jetzt keine Lizenz. Oder du? Ne, die Dinger hast du immer ja eigentlich schon genau so gesehen gefahren. Gut, das heißt, machen wir Unternehmenssitz erstmal, oder? 13.7? Ja. Hä? Der ist da unten? Was? Mhm. Okay, da müssen wir erst fahren, ne? Ja. Ja, wir haben noch gar nichts. Oh, guck dir mal die Autos an. Der Werkzeugladen, da können wir uns hin teleportieren. Das ist etwas näher. Okay. Dann können wir auch hier schon mal ein Hotel entdecken. Wo ist der Werkzeugladen? Bei mir. Gibt's hier was Neues? Irgendwelche Verbesserungen oder so? Ich denke nicht. Nee, das ist schade. Es wäre noch cool, wenn es hier bessere Werkzeuge oder so geben würde. Aber, ja gut. Okay, also. Pickup Truck steht schon da. Oh, aber eine ganz noble Karosse hier, du. Hey, leck mich mal. Guck mal, mit Leder sitzen. Oh, Alter. Oh, wie viele Tiere dafür sterben mussten. Geil. Für mein Auto mussten mindestens 35 Rinder sterben. Tja, für meine musste eine Bisonart ausgerottet werden. Na, Opa, alles klar. Also, einige der Fliesen am Gebäude sind hinuntergefallen. Entferne alle, bevor jemand zu Schaden kommt. Okay. Du darfst schon mal den Roboter holen. Ich baue die Rampen. Ich weiß nicht, willst du den auch fahren, oder? Nee, ist das egal. Weil beim letzten hattest du etwas Probleme, das weiß ich noch. Beim letzten? Ja, wir hatten ja schon mal so einen Roboter. Nö. Nein? Es ging, die Steuerung ist halt nur nicht ganz so angenehm wie beim Bagger. Okay, okay. Also, sie dürfen. Und die Säulen? Was sind die Säulen? Wo sind die Säulen? Da sind die Säulen. Okay. Das heißt, dass ich die mit dem hier machen kann. Ich bin gespannt. Ja, das ist ja wunderschön. Ja. 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 So. Erhobenen Armes fahre ich mit dem Roboter. Es erinnert mich immer wieder an South Park, an dieses eine Gerät da. Also das, dieses Motorrad oder was das war, weißt du? Also da dieses... S. S, genau. Voll geil. Ich habe immer den Drang, mich auch direkt vorne auf die Spitze zu setzen, damit es losgeht. Aber ich lasse es dann doch. Hm. Ist vielleicht gesünder. Oh, wir müssen alle Säulen wegmachen, weil da gibt's Geld. Und wir brauchen hier echt viel Geld. Denn ich möchte als erstes den Kran haben. Ich will den Kran! Der Kran! Um es nochmal deutlich zu sagen. Oh Gott. Ich meine, die Abrissbirne war schon geil, aber der Kran! Kann ich dir da helfen? Okay, mal ehrlich, ja? Ich gehe jetzt gerade hier volle Power mit einem Meißel da dran, ja? Und die fliegen nicht runter. Wie zur Hölle, ja? Soll die Dinger irgendjemanden wehtun? Oh Mann. Tja. Also, die wohl mit was härterem angeklebt, die Fliesen. Mit S. Ach so, ja. Also, um sie runterzukriegen. Ja, 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 das schon. Ja, ja. Ja. Oh, Einkünfte generiert. Ah, ich glaube, das ist das letzte Level.
Ich hab's nur im Urin. Oder es gibt vielleicht noch ein Bonus-Level, keine Ahnung. Ich hab's im Urinstein. Im Urinstein, ja. Oh, herrlich. Hier. Komm, Spinnensensor. Aber viel Bonus gibt's diesmal nicht. So, noch irgendwo? Nee. Ah, siehst du, da steht er wieder, popelt sich in der Nase. Jawohl. Probier's jetzt nochmal mit dem Hammer. Aber ich glaube, da geht gar nichts. Ich glaube, da geht nichts. So, ich komme mal auf die andere Seite gefahren. Ja. Ist da drüben fertig, ja? Ja. Okay. Erste Hälfte fertig. Wunderbar. Bei dem anderen kann ich dir leider nicht helfen. Das oh, 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 wuhu! Chef, ich steck im Busch. Ja. Und der Arm sieht etwas neben der Spur aus. Wolltest du den Busch rasieren? So. Jetzt geht's. Noch nicht ganz. Jetzt. Ah, siehste. Hat er wieder geholfen. Und gib ihm. Alter, ist der echt so schwammig? Ja. Achtung, Geröll. Wunderbar. Sehr gut. Ja, schade, dass dir jetzt nicht weiterhelfen kann erstmal. Das finde ich wieder ein bisschen blöd. Also Questdesign eine 4. Questdesign eine 4, leider nicht. Oh je. Der arme Stefan. Wunderschön. Wunderschön. Aha. Aha. Das piekst immer so. Immer alle auf der Höhe. Bam! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Aua, ey, ich kann so arbeiten. Oh oh, scheiße. Oh oh, oh oh. Oh oh, scheiße. Okay. Ja, nichts passiert, Chef. Der hat irgendwie so ein bisschen Schräglage heute. Ah, es ist auch blöd, hey. Es ist schade, dass dieser mit dem. Ich hämmer jetzt mal drauf ein, vielleicht. Oh, es geht. Es dauert nur ewig. Aber es geht. Mit dem Bohrhammer oder mit dem normalen Hammer? Nee, mit dem Bohrhammer. Es dauert 3 Jahre, aber es geht. Toll. Ich glaube, den Bonus holen wir hier uns nicht weg, oder? Ich habe keine Ahnung. Also je nachdem, ob das bei dir so gut klappt, aber das ist ja einfach nur noch nervig. Also. Aufgabe erledigt. Okay, willst du weitermachen oder sollen wir es lassen? Weil das ist. Also, das ist relativ. Weil ich finde das einfach nur nervig. Also. Ah, komm. Weil das ist ja nur noch nervig. So. Können wir uns schon ein Maschinchen holen wieder? Ich höre wieder. Oh, wie habe ich es vermisst? Oh. Mhm. Endlich wieder. Ich höre Geschnorchel. Ja. Warte. Gucken wir mal beim Maschinenpark. So, können wir uns, also wir haben jetzt 35, die Planierraupe, ja, den Bulldozer. Aber wir müssen auch noch hier den Bagger aufrüsten mit Schere und Presslufthammer auf 9000. Ja, dann mach das mal kurz, passt. Okay. Jo. Und was hatten wir noch? Wir hatten doch noch einen zweiten. Zweiten? Achso, den Roboter, muss man den auch aufrüsten?
Nee, der hat nichts. Der hat nichts weiter. Zum Aufrüsten. Okay. Dann hätte ich gesagt, der Bulldozer, oder? Passt das? Ja. Okay. Denke schon. Ist gekauft. So, und der LKW würde 10.000 kosten. Dann haben wir noch die Abrissbirne für 12. Und eben also den großen LKW Bagger. Für die neuen Grundstücke, denke ich mal, wieder Zeug anliefern. Ja, aber vorher müssen wir ja Geld haben. Ich hätte jetzt die Abrissbirne als erstes, oder den Kran. Damit können wir Geld verdienen. Na gut, wir müssen halt gucken, was wir in den Jobs brauchen. Ja, ja gut. Da haben wir alles, was wir brauchen. Okay, ja, ich habe ihn gekauft. Also. Hätte ich mal gesagt. Also, weil 2200 bis zum LKW, das läuft. Und dann sparen wir Geld für der Kran, Alter. Der Kran. Oh Gott, habe ich auf den Bock. Oh, Alter. Das ist doch... Was tut der Bengel in dem Kran? Ja, das ist doch... Oh, du, der Phallus, der die Welt zum Erschüttern bringt. Hey, Alter, Alter. Herrlich. Einfach nur herrlich. Okay, Job. Unterirdisches Parkhaus, Strand und unterirdisches mehrstöckiges Parkhaus. Ich hätte jetzt mal das unterirdische Parkhaus einfach genommen. Es gibt einen Rohrbruch unter dem Parkplatz, entferne einige sowie alte Rohre. Okay, um zum Leck zu gelangen. Okay, das kriegen wir noch hin. Genau. Unternehmenssitz. Ich bin schon direkt da. Das ist direkt fast schon daneben. Ja, genau. Ah, das ist im Casino unten drin, ne? Okay. Oder? Casino? Was? Ach nee, andere Richtung. Verdammt. Verdammt. Nix, nix. Es ist nichts passiert. Gar nichts. Grüß Gott. Bevor wir das machen, kleinen Moment, ich gucke gerade mal nach den Grundstücken hier. Die Garage muss nämlich hier wieder repariert werden. Dorfenberg, das Ziegelsteinhaus. Jetzt gibt es nämlich hier, oh mein Gott. Ja, da muss erstmal wieder viel repariert werden. Und die Goldmine hat noch keine fertigen Ressourcen. Okay. Das sah gerade aus wie ein Typ, der im Scharfschützengewehr da oben steht. Ja. Also. Rohre schneiden und Betonboden abreißen. Alles klar. Wolltest du hier einen Roboter nehmen? Kann ich, ja. Okay. Wo ist er, unser Robot her? So. Nee. Ah, das geht aber relativ easy, wenn du da den Bohrer einfach in die Erde hebst. Also reinhebst und dann einfach rumfährst. Dann geht das relativ easy. So hab ich es immer gemacht. So. Ja genau, wenn du jetzt... Genau, und jetzt... So, genau. Und jetzt einfach nur noch fahren. Also... So stehen lassen und hin und her fahren. Das geht am besten. So. Oh! Läuft, hä? Wunderschön. Warum müssen wir eigentlich den Betonboden wegreißen? Also, oh, hier ist ja nochmal Betonboden. Auf der anderen Seite ist nur eine Fläche. So. Und so. Okay. Rohre erledigt. Ein bisschen zu... zu tief. Ja. Es gibt keinen zu tief. Nicht für Männer wie uns. Ja. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Ja, da geht er ab. Ja.
Okay, diesmal kann ich wirklich. Ja, diesmal kann ich wirklich nicht helfen. Schade. Ah. Aber läuft bei dir. Nee, ich fahre. Okay, ja, fährt bei dir. Es fährt bei dir, auf jeden Fall. Es fährt bei dir. Guck, hier ist die andere. Oh. Brrr, die ganze Zeit das Geräusch, ey. Neu, ja, ja schon. Ist doch geil, oder? Irgendwann überhört man es. Ja. Kennst du das Bild? Das schlechteste Album aller Zeiten? Nein. Man sieht einfach nur eine Trennscheibe von der Flex. Warum funktioniert die CD nicht? Ich glaube, es wäre echt mal interessant zu hören, was für Geräusche bei rauskommen, wenn du die in einen Schallplattenspieler einlegst, ey. Ja, oder in C. Ja gut, wenn du so eine 125er nimmst oder so, die kannst du ja auch in CD-Spieler tun. Das heißt, wenn wir einen CD-Spieler übrig haben, einen alten, dann haben wir schon die Idee fürs nächste Video. Ja. Aufgabe erledigt. Noch nicht ganz, weil es gibt Geld. Aber die Bonusse hier sind echt mau. So. Wunderbar. Aber der LKW ist gesichert. Perfekt. Okay. Yeah. Ja. So. Ja, dann gehen wir den nochmal einkaufen, ja. Zack. Nein, du sollst. Oh, Alter. So, jetzt. So, wo ist er? Sieht auch sehr schön aus. Also, ich glaube, der müsste. Da sind auch mindestens 3 Rinder wieder für gestorben. Für die Sitze. Das finde ich gut. So. Okay. Dann ein Aufgäbchen geht noch, hä? Ja. Jobs. Küstenpark gibt's auch. Boah, da brauchen wir einen Haufen. Okay. Der Stadtrat hat beschlossen, unpassende Statuen in diesem Park zu entfernen. Wir müssen sie abreißen. Oh, ich habe ja die Hoffnung, dass da lauter Phallusse stehen. Nicht ganz, aber Laternen. Würde ich ja nicht als Statuen bezeichnen. Was ist das hier? Okay, also von dieser Ansicht aus würde ich sagen, es ist eher das weibliche Geschlechtsteil. Ja, ja. Aber es ist nicht unpassend. Also, naja, gut. Stadtrat hat beschlossen, wir machen. Also, Rohre im Container ablegen und Zäune schneiden. Das heißt Roboter mit Hebelwerkzeug. Ist das wieder der Roboter? Ja. Okay. Aber wir haben auch den anderen, ne? Aber ich glaube, da kommst du da nicht rein. Ausprobieren. Wäre auf jeden Fall besser zu fahren, würde ich sagen, oder? Nee, da kommst du hier niemals rein. Okay, schade. So. Ja, den Park haben sie aber auch ganz schön verrotten lassen in Honolulu, ja? Also. Mhm. Und das soll Touristen. Das war der letzte Hurricane. Das könnte sein. Wer ist dieser Taifun und warum zerstört er andauernd meinen Garten? Wer ist dieser Hurrikan und warum deckt er mein Dach ab? Das sind diese Fragen des Lebens, ja. Ich verstehe solche Leute auch nicht, also... Warum die da unbedingt hochkraxeln, die Ziegelsteine darunter werfen, gewaltsam zerstören. Ja, also, keine Ahnung. Wo ist der Container? Oh Gott, okay. Da vorne. Alter, hab ich ein Rohr. Ja. Aber dann nenn ich mal ein ordentliches Abflussrohr, ne? Das ist so. Lang, dick, hart, purer Stahl.
Ja, mal hier, ne? Können wir mal ordentlich Abflüsse reinigen. Oh Gott, Malcolm guckt mich immer noch an. Ich auch? Ja, die ganze Zeit. Es hat schon was Schauderhaftes, ja, auf jeden Fall. So. Hoch mit dem Rohr. Ich weiß, es ist schwer, aber mit zwei Händen sollte das gehen. Na komm. Ja. Kann... Ja, sehr schön. Es zählt. So, Statuen abreißen, Löwenstatue abreißen. Ah ja, Bulldozer. Läuft. Komm, ich übernehme mal den Roboter. Dann kannst du den Bulldozer holen. Passt. So. Fahrzeuge. Presslufthammer, der ordentliche. Okay. Wir sind wieder bei Mission 1. Oh, weil das Rohr rausgefallen ist. Okay, warte. Nein. Ich muss mir die Steuerung nochmal angucken. Warte, Aufzug. Warte. Und ebt's. Ja, so. Okay, dann wieder den Presslufthammer. Einmal kurz an der Nase kratzen und los geht's. Das ist ja schon fast ein Déjà-vu, so wie wir angefangen haben. Warum? Alle in der Kommission im Casino die Löwenstatuen auf den Dach einreißen. Ah, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das war auf dem einen... Ja, genau. Das haben wir nämlich noch einen Hammer auf die eingehauen. Ja. Aber jetzt... Läuft so. Was ich gesehen habe, muss ich unseren Stream von damals angucken. Ja. Wie wir den Löwen enthauptet haben. Ich weiß aber gerade nicht, welche Folge das war. War, glaube ich, eine der ersten. Auf Stream. Ach, im Stream war das noch. Ja, stimmt. Okay, damit kann ich dir nicht helfen. Nein, das übernehme ich. Alles gut. So. Warte. Das wird dem Löwen jetzt richtig wehtun. Oh. So, gezielt und Feuer. War richtig ordentlich. Eine Punktlandung. Ja. Sie haben einen zweiten Anus bestellt? Überhaupt kein Thema. So. Kopf ab, überhaupt kein Thema, kennen wir schon aus anderen Spielen, sind wir schon abgestumpft. So. Jupp. Wunderschön. Haben wir alles, oder? Sieht gut aus. Also, ich frage mich, was die Spieleentwickler gegen Löwen haben. Also irgendwas müssen die dagegen noch haben. Das gibt's nicht. Oh, passt ja. Da. Also ich finde, der Park ist jetzt eigentlich noch hässlicher geworden. Ohne diese Statuen. Oh Gott. Aber gut, sie wollten es so. Es war die Wahl der Leute. So. Oh, unsere Grundstücke in Embertown sind am Verwesen. Ja, das kommt und vor. Und die anderen, da gibt es auch wieder... So. Braunkohle und Goldmine. Also die Garage ist schon in Reparatur. Die Kohle, die werden wir schnell abbauen. Und dann können wir uns vielleicht schon beim nächsten Mal unser Kran leisten. Fast. Guck dir das an. Ein... Oh, Marius, der Kran.
Der Kran! Der himmelszerstörende Phallus. Wo? Was? Wo? Was? Kommt bald. Beim nächsten Mal. Das ist unser Cliffhanger. Und tschüss. Spielt euch die Schule. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.